Aloha, herzlich willkommen zur neuen Aufnahme. Kev, wieso stehst du in mir drin? Von Skyden! Hallo, wie du? Ihr merkt schon, Leute, es macht Spaß hier. Es macht Spaß mit den Jungs. Letzte Aufnahme haben wir hier hinten unsere Zucht erweitert. Es macht Spaß, es macht Spaß. Upsala! Upsala! Was mach ich denn? Ey, das war genauso wie heute in der Schule, ja. Einer ist so gerade vorne aus meiner Klasse, der sitzt neben mir. Aua! Alle klatschen so richtig lange, ja, niemand hört auf. Auf einmal steht die Lehrerin davon, macht so total bescheuertes Gesicht und ich krieg so ein Lachfleisch. Au! Ich konnte nicht mehr aufhören. Eine Frage: Wer hat mir Nitor ins Gepäck gepackt? Wolltest du mir nicht ein Herzchen aus Nitoren machen? Das wieder, das ist Nitoren. So, mal gucken, was hier so geht. Okay, pass auf, ich muss kurz erzählen. Den Kessel macht man wie folgt. Man stellt einen ganz normalen Kessel dahin. Man stellt einen ganz normalen Kessel dahin und klickt dann da einmal mit diesem Zauberstab Wand of Apprentice drauf. Der nutzt sich dann ab und je nachdem, wie viel Magic in dieser Welt dann noch ist, lädt er sich dann auch wieder auf. Diese Dinger macht man. Moment. Mahlzeit, Bauer. Ekelhaft. Gehen wir mal davon aus, dass Basalt jetzt Holz ist. Man macht also erstmal diese Treppen hier, ne, aus Holz. Dann gehen wir mal davon aus, dass die Dinger hier jetzt Treppen sind und dann diesen hier. Davon braucht man dann ganze zwei Stück. Legt man dann darauf, auf diese zwei hier, diese Scribing-Tools, dann bekommt man diesen Zaubertisch. Da muss Papier rein und wenn man dann zaubern will, ne, ich glaube, ich muss die Quest noch annehmen. Ich gehe mal eben, hallo Taddel. Wir kommen eh nicht weiter, by the way. Warum? Weil wir Clay brauchen. Ey, wie kommen wir denn an Clay hier dran? Wie macht man denn Clay? Ach so, stimmt ja, wer brauchen das du? Wir brauchen ja noch zwei Eisen, das war die Lösung, genau. Ach so, stimmt. Ach ja, stimmt, genau. Ja, dann muss irgendjemand mal bitte Eisen farmen, ey. Ja, Jacke, viel Spaß. Ja, oben in der Mob-Farm. Oben in der Mob-Farm. Haben wir auf Hard stehen? Warte mal eben. Lass mal kurz eben gucken, ob wir auf Hard stehen haben. Ach du Scheiße, Alter. White Edge was shoot by Captain Timo. White Edge hit the ground too hard. Harumudu fell out of the world. Captain Timo fell out of world. White Edge fell out of world. Alter. Ah, gut, hat er gemacht. Alles klar, dankeschön, Taddel. Also, Kev, ich brauch 5 Level. So, ich muss mal gucken, ob ich jetzt noch eine Quest annehmen kann hier. I want to complete further rise. Never mind, der hat nix mehr. Warte mal, ich sortiere mir die mal kurz, dass ich weiß, welche ich aussortieren muss, gleich. Der auch nicht. Der Arcanist bestimmt, ne? What? Hey, er cheated. Ah, I wish to further my studies. Genau. Na komm. Hey, wieso kann ich die nicht annehmen? So, your studies are coming along well, no doubt, but I'm sure you could use some help finding a better source of magic essentia. Greatwood trees are mystical plants so imbued with magical power that their very wood trumps with it resonant energies. Also, wir kriegen jetzt bestimmt diese magischen Dinger, oder? Greatwoods, ja. Aber wir brauchen immer noch zwei Eisen, um Clay zu bekommen. I will give you a sapling to start your own Greatwood farm. If first you can prove to me you have mastered the basic of thaumaturgic transmogrification, bring me a few transmuted supplies and we can make a trade. Ja, gib mal her. Was soll ich dir jetzt bringen alles? Ja, wir brauchen Alumentum Brass, wofür wir erst Aluminium Stone brauchen. Oh ja, geil, bei mir wird gerade draußen. Nicht Alumentum Brass. Oh ja. Oh ja, sehr geil, Scrime. Ich hab den Staubsauger gehört. Ja, ich hab. Ich mach aber dann Nitor mal eben. Ja. Nitor und oh, wir haben schon den ersten Dings, ne? Habt ihr gesehen? Ersten Wisp, oh Mann. Ja, den ersten Wisp, den haben wir. Da sind die Viecher. Der ein grünes hier. Wo? Jetzt beginnt der Scheiß. Ja, hier vorne.
Ich bin wieder da. Ja, ich merk's. Bleib einfach so lange gemutet. Ja, bitte. Okay, du kannst gleich anfangen. Lass noch ein paar spawnen. So, guck mal, ich brauche auf jeden Fall mehr Fackeln. Kohle habe ich. Fackeln sind unten noch zwei im Tisch, aber du musst ja eh erforschen. Ach ja, stimmt. Ich muss eh erstmal erforschen. So, warte mal, wie kann man nochmal jemanden anflüstern oder so was? SMG. So, da haben wir jetzt eine Unknown-Theorie. Die lassen wir jetzt hier drin. So, pass auf. Und dann, glaube ich, machen wir hier noch diesen hier. Genau, da kommt's jetzt. Noch mehr. Gef, ja. Bevor du gehst. Richtig, so, genau. Könntest du das Leben, Kadel? Ja. Warte, Gef. So, das erste ist fertig. Nimm das hat Looting 3. Der zweite ist fertig. Okay. Kriegst du um einiges mehr. Was wollte ich machen? Danke. Was kommt da noch rein? Ignis? Potentia. Kohle und Feuer. Also Kohle hat Feuer und Stärke. Ignis und Potentia. Ja, aber da fehlt noch was. Bei welchem? Jetzt vorbei. Ja, ich weiß nicht, was ich hier habe. Nietzsche, ja. Dann Licht. Fackel. Hab ich doch gerade schon. Ein Eisen habe ich. Ah, jetzt, alles klar. Komm, noch mehr. Er nimmt's nicht an. Komm schon! Jetzt noch eins. Jetzt erstmal nur eins. Okay, ja, ein hab ich. Jetzt. Yes! Melde noch bekommen, gleich Kev. Oh mein Gott. Ihr seid den Kleber runter. Ah! Oh mein Gott. Ich hab nur ein Eisen. Schade. So, jetzt haben wir das erforscht. Und jetzt klicken wir da drauf und dann Research Complete Nitor. Sehr schön. So, jetzt muss ich mir. Oh, wir brauchen unbedingt hier Truhen. Leute, wir müssen jetzt langsam aber sicher das Lager. Truhen. Da ist noch eine leere auch. Ja. Ich hole mir jetzt erstmal, weil für diesen Alumentum-Dingensbummens da brauche ich nämlich Kobbel, ne? Was ja. Ah, die schmeißt mich in meinem der Farm hier runter. Na komm. Mit Pigment-Spawner. Kobbel und Kohle. Jupp. Wer sich jetzt fragt, wie wir darauf kommen, ja, wir haben natürlich dieses Nitor und Alumentum schon des Öfteren mal gemacht. Obwohl oh, geil. Bei der Anzahl immer ein bisschen nachgucken musste. So. Das ist dieses eine komische Teil da hinten, Lay, komm mal kurz. Ja, ich komme sofort. Ich pack mal eben unsere drei übrig gebliebenen Netherwarzen hier rein. So, ich brauche Stecker. Haben wir hier nicht. Ja. So, warte, wie viel Eisen hast du? Wo bist denn du? Ich hab zwei, wir brauchen noch zwei. Achso, noch Skyen. Zwei, okay. Also, wenn du eins hast, nur noch eins. Halt hast du jetzt eins? Eins habe ich. Ey, geil! Hammer! Das Teil da. Ich hab gehofft, dass du mehr bekommst. Durch das entsteht, wenn Flux entsteht. Das sind Wisp nennt man die. Und die sind entweder lieb oder böse. Wenn die böse sind, dann schießen die so Blitze. Und die sind echt gefährlich teilweise. Die können dich richtig abscheißen lassen. Das ist jetzt eine liebe Wisp. Die kannst du abschießen, beziehungsweise kannst du die auch treffen. Ja, wenn die jetzt lieb sind und du die einmal abschießt, dann werden die böse. Die brauchen, glaube ich, zwei Schüsse mit einem Feuerpfeil. Dann sind die tot. Und dann kommen so Magical Essenzen daraus. Die sind auch ganz cool. Zum Zaubern. So, genau. Eben kurz hoch. Du musst doch immer hier die Treppen hochgehen, auch wenn das gefährlich aber ist. Was ist denn da oben denn sonst? Da stacken auch immer noch Mobs fest. Ja, kann man das nicht dazu bauen an der Stelle? Nein, wegen den Spinnen. Achso, ja, stimmt aber. Go, go, kill, du, los, looting. So. Man müsste eigentlich irgendwas. Oh Gott, warte mal. Jetzt habe ich einen Knopf gemacht, juhu. Hi. Brauchen wir selber. Mal gucken, wer als erstes fragt, wofür dieser Knopf hier ist. Für was ist dieser Knopf? Ich drücke einfach gegen und denke mir, hey, einen useless Button. Das ist egal. So, wir sind das hier vor. So, dann machen wir da jetzt auch noch welche raus. FGG. Ja, ich weiß mal. So, jetzt mache ich die Alumentum. Tschung. Wutsch. Wie gesagt, wenn hier kein Papier drin ist in den Dingern, dann kann man auch keine machen hier.
So. Einmal draufdrücken, da haben wir Unknown Terry, dann nochmal draufdrücken. Komm schon. Da. So. Immer noch Unknown Terry. Okay, das blitzt jetzt. Und war das jetzt Fackeln oder Kohle? Kohle, ne? Bei was? Bei den... Ah, hab schon. Alles klar. So, Alumentum. Schön. Jetzt klicken wir so lange, bis diese Dinger keine Fragezeichen mehr sind. Da ist es. Und immer weiter klicken. Irgendwie buggt der Tisch. Was wollte 30. Ich denn? Okay, machen? Fertig. So. Fertig. Schön. Da haben wir Alumentum. Denn da frage ich mich, wie Kev das gemacht hat. Hey. Was denn? Zack, erlernt. Alumentum. Nicht du, sondern... So, wenn man es erlernt hat, kann man es produzieren. Hier ist jetzt Wasser drin und ihr seht, also dieses Wasser blubbert. Das ist dieses Magical Blubbern. Jetzt gehen wir hin und müssen die gleichen Sachen, die wir jetzt gerade zum Erforschen genommen haben, hier auch reinschmeißen. Und zwar... Ach, wir haben noch gar kein Buch. Wir brauchen doch ein Taumaturgikum hier. Nomikon, brauchst du ja nicht, wenn du die Rezepte so kennst. Ich kenne die aber nicht so. Du kennst die aber so, oder? Nicht alle. Aber es gibt außerdem ja auch Minecraft Internet. Ja, aber ich habe jetzt keine zwei Monitore angeschlossen. Ja, auch nicht. Ich? Oh mein Gott, was denn du? So. Ich habe keinen Platz auf meinem Schreibtisch für den zweiten. Ich habe gerade so genug Platz dafür. Mit welchem? Obwohl, hier würde noch ein kleiner Tritt dahin passen. Habe ich jetzt irgendwo einen hingesetzt? Verstehe nicht ganz, welchen Pipes Kev das gemacht hat. Was wollte ich jetzt? Ich halt vergessen, was ich wollte. Oh man, Nomika. Ah ja, genau. Dafür brauche ich Leder. Ein Leder. Und erstmal brauche ich ein Buch dafür, oder? Ein Bücherregal, genau. Mann. Wie hat Kev der alle Cheater das gemacht? Frag ihn doch. Eins, wenn der mir antwortet. Klar antwortet er dir. So, ich habe nur 8 Zuckerrohr. WTF, ich brauche 9, ne? IP-Bahn. Der Kev. So. Was denn? Nicht du. Oh. Du hast kein eigenes geiles Let's Play. Ich schon. Nur ja, das ist heimlich. Achso. Pipes benutzten du, damit die Items von den Mobs eingesaugt werden. Ja, das wüsstest du wohl gerne. Ja, weil es gibt eigentlich nur eine Pipe, habe ich hier zumindest noch gesehen. Und die kann man nicht craften, wie man es auch bei mir dann sehen wird. Scheiße. Brauch so mehr Leder. Ich weiß, welche, glaube ich, Tadel. Welche denn? Wo war der? Die Pumpe, oder? Ja, man ja baut Pipes, aber Kev, die Pipes kann ich nicht bauen. Immer wenn ich die crafte, buggen die wieder zurück und die Materialien bleiben einfach drin. Ich versuche das da oben sicherer zu machen. Ah ja, verstehe. Das sieht auch so aus, als würdest du das sicherer Tube machen. Frame, was sind denn Tube Frames? Wie mache ich denn diese? Ja, dafür brauchen wir Brass. Oh, Mann. Kann auch noch dauern, so da wo unten. Habt ihr den Zauberstab? Du hattest doch vorhin einen, oder? Nee, den hast ja, habe ich dir gegeben. Danke. Den. Ja, die Engine alleine reicht aber nicht. Ich brauche noch Pipe. Ein Filter, oder? Nein, ich brauche eine verdammte Pipe, aber die Pipe kann ich nicht bauen. Wenn ich die crafte, buggt die immer wieder zurück. Das ist ja irgendwie buggy, wozu auch immer die dann angezeigt ist. So, jetzt mache ich mir ein Taumaturgum, oder wie das heißt. Taumanomikum, genau. So, da. Zack, da ist es. Ja, ich hab's runtergehauen. Ah, wo kommt man denn da raus? So, und mit diesem Ding, wenn man das jetzt klickt, dann sieht man Alumentum und Nitor. Und was ist das? Okay. Dafür muss ich wahrscheinlich dann so ein Ding da reinmachen. Aber jetzt werde ich erstmal Nitoren versuchen. Und zwar benötigt man 5 Fis vom Zauberstab damit. Da muss man eigentlich den Zauberstab im Inventar haben. Fertig. Ja. Wofür willst du den denn überhaupt? Wofür? Ja, ich will mir Nitor machen. Ja, dann musst du mit dem Zauberstab auf den Kessel. Ah ja, genau. Im neuen ist das nur nicht, ne? Da kommt das so raus.
Okay, 4 Ignis, 6 Lux und 4 Potentia. Ich guck jetzt mal, wie viel drauf ist auf ist dem... Gleich hast du das Eisen eingesorgen? Ja, 2 Stück habe ich. Ja, das sind die 2 Stück, die uns doch gefehlt haben. Ey, geil, ne? Ehrlich, hast du jetzt 2 Eisen bekommen? Ja. Boah, Kev, du bist Beste. Hammer. Wir können den Minimum-Stone craften. Du musst nur sagen, wie du den Minimum-Stone craftest, ja? Das kann ich machen. Okay, Leute, aber bevor wir jetzt den Minimum Stone craften, beende ich kurz meine Folge. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Freut euch auf die nächste Folge, wenn wir den Minimum Stone haben und somit an mehr Ressourcen kommen. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja.